Moinsen, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute mal wieder endlich in Peißenberg bei Wohnwagen Gérard und mal wieder nicht alleine, sondern endlich mal wieder einen totalen Experten an meiner Seite, nämlich den Rainer. Rainer, schön, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Und gerne. Jetzt wirst du es dir schon denken können, weil wenn du das hier siehst, dann sagst du dir, boah, was liegt da denn alles auf diesem schönen Campingtisch? Naja, wir haben ein ziemlich spannendes Thema und das passt, glaube ich, auch ganz gut zur Jahreszeit. Nämlich, wir wollen uns heute mal unterhalten über, was muss ich denn eigentlich so alles im Koffer haben, wenn ich zum Winter Camping fahre? Weil dann, also viele Menschen machen das ja gar nicht. Die motten die Karre irgendwo ein und fahren dann im April oder so wieder los. Aber auch ich habe ja das Wintercamping für mich entdeckt. Das ist nämlich total geil, wenn es draußen so schneit und kuschelig ist und so. Oh, super. Aber dann sollte man so ein paar Sachen beachten. Und dazu erzählt uns der Rainer heute mal ein bisschen was. Also fangen wir an. Was haben wir denn hier alles rumliegen? Ja, wir haben ein paar schöne Utensilien da. Also grundsätzlich, wenn wir gleich das erste Mal nehmen, ganz wichtige Geschichte, Winterabdeckung für den Kühlschrank. Es ist so, dass über die Kühlschranklüftung natürlich enorm Kälte eindringen kann, sowohl während der Fahrt, der Dreck, der Matsch, als auch dann am Campingplatz. Ja. Und dazu, das gilt für, sowohl fürs Wohnmobil als auch für den Wohnwagen, gibt es diese Winterabdeckungen in verschiedenen Ausführungen für die entsprechenden Gitter, je nachdem, was man für Gitter dran hat. Und die haben den Vorteil, dass sie einfach die großflächige Öffnung abdecken, unten aber immer noch einen Spalt am Gitter offen lassen, damit der Kühlschrank natürlich weiterhin funktioniert, was wichtig ist, aber nicht so viel Kälte über diese Kühlschranklüftungen eindringen kann. Das ist ja so ein bisschen verzwickt, sag ich mal. Im Sommer sind wir immer total bestrebt, ja. Da brauchen wir jetzt auch noch Lüfter rein und so. Aber im Winter sollte das eher ein bisschen geschützt werden. Im Winter sollte es geschützt werden, zum einen. Zum anderen sollte aber natürlich schon noch weiterhin Luft reinkommen, ja. Weil natürlich je weniger Luft reinkommt, umso größer ist die Kondenswasserbildung, beziehungsweise ist natürlich die Belüftung im Winter auch sehr wichtig, weil gerade im Winter Schwitzwasser, Kondenswasser sich vermehrt bildet und dann hat man das Problem Schimmel und so weiter. Jetzt wissen wir aus einer Erfahrung, Wasser im Wohnwagen ist immer eher, scheiße. Ja. So, also die Dinger, die kosten jetzt nicht wirklich viel, da muss aber darauf achten, dass du dir die richtigen... So ist es. Man muss einfach wissen, was hat man für einen Kühlschrank, beziehungsweise welche Gitter sind verbaut. Da gibt es kleine, das ist immer ein Set, das wäre jetzt das kleine, meist verbaute von Dometic, ja. Ist ein Lüftungsgitterset, ist immer das obere und das untere drin. Dann gibt es das in groß, das ist dann einfach größer, das haben auch sehr viele Wohnmobile, haben dieses große Dometic-Gitter, da gibt es die einzeln dann für die beiden Abdeckungen. Wenn man einen Tedford-Kühlschrank hat, gibt es wieder andere. Also es kommt einfach darauf an, welchen Kühlschrank habe ich und danach richtet sich das dann. Also wenn ich mir sowas kaufe, dann am besten vorher gucken, was habe ich, dann frage ich dich und genau. Dann weißt du, was ich habe. Genau, dann können wir schauen, welches Gitter brauche ich. So. Na ja gut, also das ist die erste Sache. Da liegen aber noch tausend andere Sachen auf unserem kleinen Tisch, da muss ja immer noch weitergehen. Es gibt natürlich noch vieles mehr. Wenn wir uns das mal anschauen hier, dann haben wir ein Pflegemittel für alle Dichtungen. Das ist jetzt speziell zwar für die Toilettendichtungen, kann man für alle Dichtungen hernehmen. Das hat halt den Vorteil im Winter, dass die Dichtungen geschmeidig bleiben. Das kennt man vielleicht vom Auto. Da gibt es auch diese Gummipflegestifte, also die man im Winter hernimmt. Kannst du mal die Gummis, die so am Fenster so sind, ist es. An der Tür? Genau. Und, okay. Die pflegt man damit, damit bleiben die geschmeidig und verhindert natürlich eher, dass wir dann Gefahr haben, dass das eingefriert. Okay. Wieder Wasser an der Dichtung, dann kennt man vom Auto, muss ich reißen. Solche Sachen ist immer ungünstig. Ja. Ja, auch Gummi kaputt. So ist es. Okay. Auch im Fahrzeug, die Toilettendichtungen, die sind empfindlich. Ja. Wenn die natürlich, je kälter es ist, umso härter wird so eine Dichtung. Und wenn die dann geschmeidig durch das Pflegemittel bleibt, dann lebt die länger. Es gibt keine Risse, es besteht weniger Gefahr, dass was undicht wird. Okay, steht hier drauf, Silikonspray. Genau. Es ist ein Silikonspray, in dem Sinn, das ist jetzt speziell für die Toilettendichtungen. Man kann auch andere Silikonsprays nehmen. Wichtig ist, dass man eins macht, dass man das pflegt, dass die Dichtungen geschmeidig bleiben. Jetzt haben wir Kühlschrank abgedeckt, jetzt haben wir irgendwie Gummis ordentlich geschmeidig gemacht. Geht noch weiter. Es gibt natürlich noch mehr. Wir haben zum einen, das ist gerade für die Wohnmobilfahrer sehr interessant, weil übers Fahrerhaus die meiste Kälte eindringt, weil diese Scheiben nicht so sind wie die Wohnwagenfenster oder die Fenster im hinteren Bereich. Mhm. Dann gibt es hier diese Schutzmatten. Ich zeige das mal in die Kamera. Genau. Ich hoffe, dass ich mir keinen Bruch hebe. So, das zeige ich dir mal. Das ist hier, gucken wir mal, Hindermann Fahrerhaus Jacket. Also quasi eine Jacke für das Fahrerhaus. So ist es. Sieht halt aber auch ziemlich schön aus. Da kannst du ja da mal gucken.
Ja gut, aber schön muss es gar nicht sein. Schön muss es nicht sein, es muss den Zweck erfüllen. So ist es. Ja. Warum geht denn durch die Fahrerscheibe? Aber wahrscheinlich ist einfach so, Motorscheibe sind so zwei. So ist es. Es ist eine Doppelscheibe und da ist ja nochmal eine Dichtung direkt drin, presst es an. Da geht auch Kälte rein, klar. Also prinzipiell kann man natürlich das da auch noch schützen. Das andere ist aber gerade, was das Heizen anbelangt, dass wenn man hinten im Fahrzeug heizt, natürlich das eher im hinteren Bereich ist, die Heizung, und vorne der Verlust einfach zu groß ist. Und man kennt das vom Auto, wenn man im Auto, hat man auch einen enormen Kälteeinbruch, wenn man da im Auto sitzt ohne Heizung. Stimmt. Und genauso ist es da auch. Und da kann man eben, es ist immer vorgefertigt, gibt es die, für außen. Dann ist das passgenau für Fiat Ducato, Ford Transit, dementsprechend die Fahrzeuge, was es gibt, kann man das bestellen. Ja. Oder man kann das auch von innen machen. Gibt es das auch vorgefertigt? Das wäre jetzt sowas. Vom Material her ist jetzt dann eine Innenisoliermatte, dann hat man das Ganze nicht außen über die Scheibe, sondern innen über Saugnäpfe. Da sind Saugnäpfe dabei, dann kann man das über Saugnäpfe anbringen, gibt es auch wieder vorgefertigt für die Fahrzeuge. Oder das, was wir jetzt hier stehen haben, das ist ein sogenanntes Selbstbauset. Da ist eine Folie drin, 3,50 Meter auf 1,50 Meter, ein Einfassband mit dabei und 30 Saugnäpfe. Und dann kann man sich das selbst zurechtschneiden nach Größe. Oh, okay. Man hat nicht immer zwingend ein vorgefertigtes Fahrzeug, sondern es gibt auch viele Selbstausbauer. Ja. Es gibt auch viele ältere Fahrzeuge, vielleicht für die es nichts Vorgefertigtes mehr gibt. Ja. Und dann kann man sich das selbst ganz nach Bedarf zurechtschneiden. Okay. Und Camper, wir friemeln ja eh gerne. Von daher ist das ja auch schon wieder was, was unseren Spieltrieb so ein bisschen unterstützt. So ist es. Okay, das heißt, damit kann ich mir irgendwie sowas bauen, nur halt von innen, und dann geht es gar nicht nur darum, dass Kälte nicht reinkommt, sondern auch, dass sondern natürlich die Wärme auch nicht abhaut. So. Genauso ist das. Beides doof. Jetzt haben wir allerdings noch etwas, nämlich, und jetzt kommt der Wohnwagenfahrer wieder so ein bisschen zum Zuge. Hattest du mir gerade erklärt, ist leider in diese Verpackung so eingetackert, deswegen können wir es nicht rausholen, aber im Endeffekt optisch sieht es genauso aus wie das. Sieht ähnlich aus. Was ist das denn? Also es gibt eine Bugplane, das ist immer ganz wichtig. Vorne am Bug ist der Gaskasten. Ja. Wenn ich jetzt mit dem Wohnwagen unterwegs bin, im Winter, dann hat man natürlich auch die Gefahr, dass der Gaskasten einfriert, also gerade die Dichtungen an der Seite, und dass man den Gaskasten sehr schlecht aufbekommt. Das ist das eine. Und zum anderen ist vorne auch meistens ein Fenster, was man dann zusätzlich gleich mitschützen kann. Und das ist dann so eine Bugplane, die praktisch den Bug abdeckt. PVC-Material, absolut dicht, widerstandsfähig, pflegeleicht und deckt eben, schützt den Bug. Im Winter kann man sowohl beim Wintercamping hernehmen, als auch wenn man das Fahrzeug irgendwo draußen stehen hat und nichts abgedeckt hat, und dann kann man den Bug davor ein bisschen schützen. Ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor. Jetzt stell dir mal vor, du stehst da irgendwo so auf so einem schönen Campingplatz, meinetwegen an der Zugspitze in Greinau, und denkst dir, boah, ist das hier schön. Aber irgendwann neigt sich das Gas ja zur Neige. Kriegst du die Klappe nicht auf, weil die so zugefroren ist. Boah, da würde ich aber auch sagen, Mist, jetzt fahre ich nach Hause und mache ich nie wieder. Das kann ich dadurch verhindern. So ist das. Und dann hattest du mir zum Thema Gas auch gerade was erzählt, was ich nicht wusste. Beim Thema Gas muss man auch auf was achten. Ja. Es zum einen, wenn man Wintercamping macht, sollte man immer ausreichend Gas dabei haben, außer man ist am Campingplatz oder man hat halt in der näheren Umgebung, dass man es schon weiß, da kann ich nachrüsten, trotzdem immer darauf achten. Winter braucht man die Heizung. Die Heizung ist das, was am meisten Gas verbraucht. Ja. Und da muss man einfach rechnen mit circa 3 Kilo pro Tag, wenn man wirklich die Heizung voll braucht. Dann komme ich mit einer 11-Kilo Flasche circa 3 Tage, 3 bis 4. Wenn ich koche dazu, ja. Also wenn ich die Heizung voll brauche, dann komme ich 3 bis 4 Tage mit einer Flasche. Also das muss man einfach mit einrechnen, ausreichend Gas dabei haben. Und ganz wichtig von Gas selber, Propan. Propan ist frostunempfindlich. Das ist das Gas, was in allen grauen Flaschen drin ist. In den grauen 5, 11 Kilo Flaschen und in den 11 Kilo Aluminiumflaschen ist immer Propan drin. Dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist frostunempfindlich. Es gibt aber auch die VW-Busfahrer, die kennen das. Die haben die kleinen blauen Flaschen drin von Campinggas. Da ist ein Gemisch drin, Propan-Butan gemischt. Butan hat zwar einen höheren Brennwert, hat aber im Winter den Nachteil, dass es unter 5 Grad nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, es bleibt dann flüssig und wird nicht gasförmig? Oder? Ja, es bleibt eher flüssig, wird nicht richtig gasförmig, und die Geräte funktionieren einfach nicht. Also da muss man aufpassen, habe ich wirklich einen VW-Bus Butan? Dann schauen, die Gasflasche sollte nicht unter 5 Grad kriegen. Dann muss ich die, wenn ich die im Fahrzeug habe, in dem dementsprechenden Gaskasten, muss ich schauen, dass das nicht unter 5 Grad wandert, sonst funktioniert es nicht. Weil sonst wird es kalt. Sonst wird es schwierig. Ja. Natürlich auch. Oh ja, Kacke. Und weißt du was, beim Thema Gas, da fällt mir noch was ein. Jetzt stell dir mal vor, du könntest zwar ran an deinen Gaskasten, weil du da schön da mit dieser Plane das alles total sicher gemacht hast,
Ja, aber irgendwann ist das Gas ja trotzdem alle. Es hilft ja nichts, weil auch wenn es so 2, 3, 4 Tage hält, die sind ja einfach mal rum, und wenn du eine Woche bleibst, kommst du garantiert eher nicht hin. Also wenn wir ein bisschen heizen und... So ist es. Da gibt's ja was. Und pass auf, das, da zauber ich jetzt mal außen vor. 1, 2, 3, 4. Das hier, Rainer, was habe ich denn hier in meiner kleinen schönen Hand? Das ist eine automatische Umschaltanlage. Jetzt von Truma Duo Control CS. Die hat den Zweck, dass wenn 2 Gasflaschen im Wohnmobil oder Wohnwagen vorhanden sind, dass diese Anlage automatisch umschaltet. Wenn also die erste Flasche leer ist, schaltet diese Anlage automatisch auf die zweite Flasche um, sodass ich nicht gezwungen bin, unbedingt, weil meistens geht das Gas in der Nacht aus, das ist eigentlich immer so, dass ich nicht gezwungen bin, jetzt muss ich in der Nacht raus und muss die Flasche wechseln, sondern das macht diese Anlage. Und dann sehe ich am nächsten Tag, die Duo Control hat umgeschalten, ich muss die andere Flasche tauschen, die ist jetzt leer, es läuft die Reserveflasche, ich hole eine neue Flasche und muss aber nicht zwingend in der Nacht raus, um das zu wechseln, sondern das macht die Anlage. Das heißt, ich habe also quasi beide Gaspullen vorne drin stehen, sind beide auf? So ist es, sind beide auf. Hier angeschlossen? Angeschlossen. Und der macht erstmal die Regler? Der Regler macht die erste Flasche leer und dann schaltet er automatisch auf die zweite Flasche um. Das ist geil. Aber die gibt es ja, habe ich ja gerade gesehen, bei euch im Regal sogar in 2. Ja. Das ist ja unfassbar. Die Menschen lassen sich so viel einfallen. Ja, in 2 Ausführungen. Jetzt habe ich natürlich auch gleich die geilere genommen. Da ist nämlich Duo Control CS. Da habe ich mir überlegt, was heißt das? Was heißt das? Ich glaube, das heißt sowas wie Crash. CS steht für Crash Sensor. Das ist immer wichtig für die Wohnmobilfahrer. Die Wohnmobilfahrer möchten auch während der Fahrt heizen. Ja. Beim Wohnwagen ist das was anderes. Beim Wohnwagen reicht die einfache Version. Bei Wohnmobilfahrern ist es sogar die Vorschrift. Man braucht diesen Crash-Sensor ab Fahrzeugen 2007, ist das vorgeschrieben. Okay. Damit man während der Fahrt heizen kann. Okay, weil sonst hätte ich nur diese normale von vorne Gebläseheizung und hinten. So ist es. Genau. Ich sag mal, und während der Fahrt ist ja immer schwieriger, wenn ein Unfall passiert, drum Crash-Sensor. Wenn da was passiert, Unfall, so weiter ist, dann schaltet dieser Crash-Sensor sofort die Zufuhr ab. Da ist dann so ein Ventil oder so. So ist es. Das ist ein Ventil und gleichzeitig hat man noch einen Schlauch, einen speziellen Schlauch, der eine Schlauchbruchsicherung dann dabei hat, dass da auch während der Fahrt nichts passieren kann und wenn der Unfall passiert, dass das Gas nicht dementsprechend frei laufen kann. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir ein schönes Feuerwerk auf der Autobahn, aber das braucht ja auf Dauer auch erstmal keiner. Jetzt hast du aber links von hier Campingdingern gesprochen, also wie sagt man denn richtig, Wohnmobile. Ja. Bin ich ja Wohnwagenfahrer. Dürfte ich, oder würde es überhaupt funktionieren, ich habe überhaupt keine Ahnung, würde es funktionieren, dass wenn ich sowas drin habe mit so einem Crash-Sensor, dass ich auf der Fahrt schon die Heizung laufen lasse, oder geht das? Funktionieren würde es schon. Ja, weil wenn ich da ankomme, ist ja, ich da gleich dann war. Ist erstmal kalt, wobei... die Heizung während der Fahrt ist eigentlich wirklich Wohnmobil, weil man sich während der Fahrt auch hinten aufhält. Und dann ist es von vorne zu wenig. Ich kann also mit dem Wohnmobil von der vorderen Heizung das Fahrzeug normalerweise nicht ganz ausheizen. Das hängt wirklich davon ab, wie kalt ist es, aber da macht es Sinn. Beim Wohnwagen, wenn ich dann vor Ort bin, klar ist es schön, wenn es gleich warm wird, aber so lange dauert es auch nicht, bis es wirklich warm wird. Stimmt. Ja, und da ist es im Wohnwagen, braucht man es eigentlich während der Fahrt nicht wirklich, weil sich keiner drin aufhält. Aber es würde die, weil die Flamme ist, würde die nicht ausgehen? Durch den, weiß ich jetzt nicht, Fahrrad? Da muss man schauen, es hat natürlich der Wohnwagen auch immer mehr Bewegung als das Wohnmobil. Ja. Also beim Wohnwagen macht man es eigentlich nicht. Ja, okay. Aber es würde funktionieren? Rein theoretisch ja. Man muss immer schauen, wie sind die Vorschriften. Theoretisch klar, weil es ist das gleiche Prinzip. Ich baue die in die Gasanlage ein, drehe die Flasche auf, drehe drinnen die Heizung auf. Die Heizung bekommt Gas. Aber beim Wohnwagen, wie gesagt, macht man es normalerweise. Aber jetzt mal unabhängig von CS-Crash-Sensor, Dual Control ist schon eine geile Sache, weil da kann ich aus einer Erfahrung sagen, wir waren letztes Jahr waren wir ja in Greinau tatsächlich an der Zugspitze, oder? Irgendwo waren wir. Da war es wirklich bumsenkalt, also minus 10, 12 Grad. Und wenn du da dann nachts die Kiste ausgehen hast, dann merkst du es auch nicht sofort. Wenn du pennst, dann wird es irgendwann kalt, boah, da musst du Klamotte an, aus der Decke raus. Das ist super geil. Steht auf meiner Wunschliste, könntest du mir ja vielleicht mal schenken, ganz weit oben. Dann haben wir einen Hinweis noch dazu. Die Duo Control ist die Vorschrift Einbau durch einen Fachbetrieb. Das ist von Hersteller Truma so geregelt. Ja. Das heißt, wenn man die selber einbaut, was, wenn man technisch bewandert ist, durchaus möglich ist, kein Problem, dann hat man halt keinerlei Garantieansprüche. Das ist das große Dilemma. Ja. Aber die sichern sich da eben ab und darum schreibt Truma das vor, Einbau vom Fachbetrieb, dann wird das eingetragen, dass das eingebaut ist. Gibt's und dann ist man auf der Sicherheit. Gibt es eine Gasprüfbescheinigung, wird das eingetragen und dann ist man auf der sicheren Seite. Dann ist es abgenommen vom Fachbetrieb und dann ist man safe. Ja.
Das kann ich aber auch gut verstehen. Also weißt du, an 12 Volt traue ich mich noch ran, weil im Zweifelsfall britzelt es ein bisschen, aber gut. Aber an Gas würde ich mich Gas im ist Leben immer so eine Sache. Es ist, selbst wenn man es kann, dann hat man einfach nochmal eine Absicherung. Weil wenn was ist, habe ich einfach die Absicherung durch den Fachbetrieb. Der hat mir das eingebaut, der hat das eingetragen, das alles passt und dann bin ich safe. Also Safety first, ist total wichtig. Und gerade bei Gas, das weiß ich aber auch, weil bei uns in unserer Facebook-Gruppe schreiben auch mal ganz viele, Heizung anmachen, ich traue mich nicht. Ich glaube, wenn das alles ordentlich ist, muss man keinen Schiss haben. Dann muss man sich keine Sorgen machen. Gas ist eine wunderbare Geschichte, wenn alles passt und wenn alles stimmt, dann muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Bloß bei Gas ist es halt so, wenn was nicht richtig gemacht ist oder nicht stimmt, dann kann es halt austreten und dann wird es gefährlich. Dann ist auch. Und bei gefährlich fällt mir noch was auf, weil wenn ich auf meinen Tisch gucke, sehe ich ja noch so ein Rohr, hätte ich fast gesagt. Das habe ich übrigens auch schon mal vorgestellt, weil sowas habe ich nämlich sogar schon. Ganz als wir zum ersten Mal ins Wintercamping gefahren sind, dachte man sich nämlich, wenn du so in Süddeutschland stehst, so im Dezember, Januar, da könnte auch mal so ein bisschen gefrorenes Wasser vom Himmel fallen. Kann durchaus passieren, ja. Tatat. Rainer, was ist das denn? Das ist eigentlich eine Kaminverlängerung für die Heizung. Das ist ganz wichtig, weil, wie du eben schon gesagt hast, wenn man viel Schnee auf dem Fahrzeug hat, die Heizung, der Kamin geht zwar so ein Stück raus, deckt ein bisschen was ab. Wenn jetzt da aber ein halber Meter Schnee liegt, dann wäre der um den Kamin rum. Was passiert? Die Abluft der Heizung kann nicht entweichen, würde wieder zurückgepufft werden und dann habe ich die Abluft im Fahrzeug und dann wird es wieder gefährlich. Ja. Von dem her, Wintercamping mit dem Wohnwagen, wo der Kamin nach oben geht, falls beim Wohnmobil der Kamin nach oben geht, dann auch da. Ja. Unbedingt Kaminverlängerung drauf machen, das sind immer drei Teile. Kostet ein bisschen was, kostet mittlerweile auch schon 29,95, aber es ist eine dreiteilige Geschichte. Das heißt, ich kann bis zu drei Teile verlängern, sodass es garantiert ober die Schneedecke rausgeht. Das ist also schon so viel. So ist es. Plus das Original, dann bist du schon hier. Jawohl. Und da muss es, also da muss man schon wirklich schauen. Und das reicht eigentlich schon in den meisten Fällen, aber wenn man schon da gleich dabei ist, das ist auch fürs Wintercamping immer ein Tipp, wenn es wirklich viel Schnee hat, den Schnee abräumen. Ja. Ja, ein bisschen Schnee auf dem Dach, kein Problem, viel sieht Schnee auf dem Dach, das ist das andere und das sieht sehr schön aus, so ein bisschen überzuckert. Ein bisschen überzuckert ist auch so, dass das wieder eine dämmende Wirkung eigentlich hat. Ist ja wie ein Iglu. Ja, so ist es. Ja, also ein bisschen ist gut, aber zu viel ist schlecht, weil dann habe ich einfach wahnsinnig viel Gewicht auf dem Dach. Also wenn es zu viel wird, immer abräumen. Ja, und vor allem wenn es dann so ein bisschen so ein Pappschnee wird. Genau, weil dann sammelt sich das auch auf. Unten habe ich einen pappigen Schnee, da kommt vielleicht ein leichter Schnee drauf, der kann aber schön verbinden und dann summiert sich das auf und der Pappschnee ist halt auch noch schwerer. Also Leiter vom Platzwart holen, abkehren, abräumen, wenn es zu viel wird. Hast auch ein bisschen was zu tun, sollst du ja nicht den ganzen Tag wieder faulen. Also Bewegung schadet auch nicht. Ja, Rainer, irgendwie noch was? Jetzt haben wir das und das und das, jetzt haben wir eine ganze Menge. Boah. Haben wir schon gut alles abgedeckt, vielleicht noch kleine Hinweise, Deichselabdeckungen drauf machen, damit die Handbremse geschützt ist. Happy Camping Deichselabdeckung wird heute angeliefert. Haben wir nämlich jetzt mit unserem Logo drauf, Rainer. Wunderbar. Alter, was geil, ey. Da guckst du bei uns im Shop mal, ich verlinke hier mal. Aber das erklärt sich von selbst. Das erklärt sich von selbst. Handbremse darf nicht festfrieren. Das andere vielleicht noch, dass man unterlegt, Platten unter die Reifen, unter das Bugrad unterlegen. Falls es nämlich frostig ist und dann matschig wird, weil es taut, dann könnten wir einsumpfen. Wenn wir Platten unterlegen, dann passt es, dann stehen wir fest. Einfach Holzplatten oder was? Einfach Holzplatten unterlegen, das genügt. Manchmal hat man auch Auffahrkeile schon dabei, die braucht man eigentlich nur, um auszugleichen. Ja. In dem Fall dann Holzplatten, damit man einfach das Einsumpfen verhindert. Einsumpfen ist auch geil. Hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht dran gedacht. Aber es kann passieren, normalerweise, wenn es im Winter harter Boden ist und man hat durchgängig Frost, dann passt es. Ja. Es kann aber sein, von einem Tag auf den anderen, es wird ein bisschen wärmer, es geht Richtung 5, 6, 7 Grad oder aufwärts, dann taut es unten auf und dann sumpft man ein bisschen ein und dann kommen wir schlecht wieder raus. Also und drum fahren wir auf die Platten. Finde ich nicht doof, aber einsumpfen klingt total bescheuert. Ja. Dann das haben wir eine Menge zu tun. Also da gibt es einige Sachen, wo man darauf achten kann. Rainer, dann sage ich jetzt für den Moment erstmal mal wieder, übrigens, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hast uns ein paar coole Tipps mit auf den Weg gegeben und all die, das ist jetzt so mein Tipp an euch, die sich momentan noch überlegen, Wintercamping, ich weiß ja nicht. Ey, probiert das aus, das macht so einen Spaß, wenn du im Winter, wenn du draußen schön Schnee hast, kommst du irgendwie vom Skifahren oder von Schlag mich tot, ist ja Wurst, Schlitten fahren kann man ja auch manchmal im Winter und kommst in einen schönen warmen Wohnwagen rein, kuschelst dich darin mit das deinen Liebsten, weißt du, abends machst du einen Spieleabend, also richtig cool, macht mir mittlerweile fast mehr Spaß als im Sommer. Ist anders. Ist anders, aber geil. So, apropos geil,
Rainer, hast du geil gemacht. Danke. Check das Teil. Danke dir. Gerne. Und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Und dann bestimmt auch wieder bei Wohnwagen Girard in Peißenberg. Tschüssi. Ciao.